Wie gesagt, ich werde jetzt nochmal den Aufruf zu dieser Manifestation vorlesen. Wer einen Internetanschluss hat, wird ihn sicher schon gelesen haben. Wir würden das trotzdem machen, weil wir wissen ja, dass durch die Ausbreitung einer bildungsfernen und migrantischen Unterschicht Lesen aus Mode kommt, die Leute sich nur noch über Plasma-Screams informieren, RTL 2 gucken, Massiv und Bas Sultan Hengst Rap-Videos bei YouTube schauen, die Bildung den Bach runtergeht. Von daher wollen wir es uns nicht nehmen lassen, für bildungsfernes Gesinde, aber auch für stramme Genossen, die es nicht geschafft haben, auf die Website bisher zu gehen, den Aufruf noch einmal vorzulesen. 150 Jahre SPD, ein Grund zum Feiern. Krieg, Abschiebung und Sozialabbau, da sagen wir, ein stärkeres Deutschland, das kommt doch nicht von allein. Die Geburtsstunde der deutschen Sozialdemokratie jährt sich in diesem Jahr zum 150. Mal. Gegründet in einer Leipziger Arbeiterkneipe, entwickelte sie sich von einer Splitterpartei zur regierungsfähigen Volkspartei. Wir waren immer an der Seite der deutschen Bevölkerung. So wie sie sich veränderte, veränderten uns wir auch. 150 Jahre SPD, das sind 150 Jahre ungebrochener Erfolgsgeschichte. Von der Kneipe zum Parlament, vom Bordstein zur Skyline. Es war ein langer Weg vom Sozialismus zur sozialen Marktwirtschaft neoliberaler Prägung. Aber wir haben ihn gemeistert. Spätestens mit der Agenda 2010 und Hartz IV haben wir ein deutliches Signal an das arbeitsferne Gesinde gesandt. Die deutschen Sozialsysteme sind und bleiben kein Selbstbedienungsladen. Schließlich haben wir nicht 150 Jahre lang hart für eine soziale, gerechtere Gesellschaft gearbeitet, nur damit jetzt jeder ohne Anstrengung daran teilhaben kann. Dank uns bekommt hier jeder einen Job, solange er sich ordentlich rasiert und wäscht. Doch die Bedrohung unserer Sozialsysteme kommt nicht nur von innen, sondern auch von außen. Damit sich Hungerleidende und Kriegssimulanten aus aller Welt hier nicht in der sozialen Hängematte es bequem machen, haben wir 1993 das Asylrecht nachhaltig geändert. Nur so konnten wir sicherstellen, dass ausschließlich hochqualifizierte Leistungsträger nach Deutschland einreisen. 2013, das bedeutet nicht nur für uns Sozialdemokraten 150 Jahre SPD, sondern auch 20 Jahre konsequentes Ausländer raus. Als weltoffene Partei heißen wir alle willkommen, die den Standort nach vorne bringen und den Rest, ja, der kann draußen bleiben. Die Verteidigung zentraler Werte wie Freiheit, Gleichheit und Sicherheit stehen bis heute bei uns an erster Stelle. Wer diese gefährdet, muss immer mit unserer Gegenwehr rechnen. Mit der Niederschlagung der Novemberrevolution 1918 beriesen wir als Sozialdemokraten frühzeitig, dass die SPD für eine Law-and-Order-Politik ohne Kompromisse steht. Auch wenn dafür gelegentlich die Demokratie im Blut gebadet oder ein linker Dissident zum Schweigen gebracht werden muss, so gibt uns der Erfolg immerhin recht. Dieser Tradition sind wir bis heute treu geblieben. Ruhe und Ordnung sind dank unserer Mithilfe inzwischen zu weltweiten Exportschlagern geworden. So können wir auf eine lange Tradition der militärischen Intervention, Friedenseinsätze meinen wir, in internationalen Konflikten zurückblicken. Sei es unser Engagement im Ersten Weltkrieg oder die humanitären Einsätze im Kosovo, Afghanistan oder in Takatuka-Land. Wir waren immer bereit, wenn es irgendwo auf der Welt darum ging, die deutsche Sicherheit meinetwegen auch am Hindukusch zu verteidigen. Pazifismus und Antimilitarismus sind in unseren Augen darum etwas für ungewaschene Hippies und für Menschen, die davor zurückschauen, sich die Hände dreckig zu machen. Unsere Hände sind aber dreckig und zerfurcht, denn wir haben in den zurückbleibenden 150 Jahren härter als keine andere Partei in Deutschland für Deutschland gearbeitet. Wir können stolz auf die Errungenschaften der Vergangenheit blicken, die eine noch bessere Zukunft versprechen. In Deutschland kann es nur eine wahre Demokratie geben und das ist die Sozialdemokratie. Alles andere ist Extremismus. Genau aus diesem Grund haben wir heute diese frische Demonstration über sozialdemokratisch-grünen Mutterboden in Prenzlauer Berg gemacht. Hier ins Zentrum der Macht nach Berlin-Mitte. Es war uns ein Fest, dass so viel stramme
aufrechte Sozialdemokraten an unserer Veranstaltung teilgenommen haben. Es ist uns eine Ehre, dass so viele noch nicht Mitglieder bei der Demonstration waren. Von daher, wenn ihr Mitglied werden wollt, geht auf unsere Facebook-Seite und liked diese Seite. Denn, das ist jetzt kein Spaß, Leute aus dem kritischen Teil der Jusos haben 2x500 € aus dem Medienetat der Hans-Böckler-Stiftung und der Friedrich-Ebert-Stiftung abgezweigt, das ist jetzt keine Parodie, um die Mobilisierung zu unterstützen. Wir haben das ein bisschen später bekommen, aber es bleibt trotzdem im Angebot. Das heißt, wenn ihr unsere Facebook-Seite liked, wird unter den Leuten, die das jetzt liken, wir sind seit 2 Tagen, haben wir 100 neue Mitglieder auf Facebook. Das muss eine Partei mal nachmachen, ja? So. Wenn ihr jetzt liked, habt ihr die Möglichkeit, bis zum 31. August 2x300 € zu gewinnen. Deswegen, wir sind eine Partei fürs Volk, auch für das Virtuelle. Deswegen macht euer Kreuz bei der SPD, macht euer Like bei unserer Facebook-Seite und ansonsten haltet den Rest des Jahres das Maul, denn hier regiert die SPD! Hier regiert die SPD! Hier regiert die SPD! Hier regiert die SPD! Nach ausgiebiger Kontrolle müssen wir feststellen, dass sich einige Leute schon aufs Deutschlandfest gemacht haben. Wir haben schon ein paar Leute telefoniert, die haben alle schon halt Bratwurst und Bier zwischen den Kiemen. Von daher würden wir die Veranstaltung an der Stelle beenden. Offiziell aufgelöst wird das dann durch den Veranstalter, der Formalie halber. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht euch nach Hause oder aufs Deutschlandfest oder observiert linksextremistische Veranstaltungen 17 Uhr Perserinplatz oder in Kreuzberg. Vielen Dank. Lang lebe die SPD. Alles für die SPD, alles für Deutschland, alles für den Standort. Und wenn es die KPD nicht, wenn es die Kommunistenschweine nicht schon erfunden hätten, würden wir die Jusos und die Antifa ins Gulag stecken. Aber so sind wir nicht drauf. Stattdessen gibt es einfach mal einen Eurojobs oder Lohnkürzung. Deswegen, alles für Deutschland, den Rest des Jahres Fresse halten. Danke! Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streik ich hier und schreibe nicht weiter. Ordentlich einen Schluck. Hol mir mal eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Hol mir mal eine Flasche Bier, Flasche Bier, so streik ich hier. Hol mir mal eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Hol mir mal eine Flasche Bier, Schluck, Schluck, Schluck. Hol mir mal eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Hol mir mal eine Flasche Bier, Flasche Bier, so streik ich hier. Hol mir mal eine Flasche Bier, Flasche Bier, Flasche Bier. Hol mir mal eine Flasche Bier, Schluck, Schluck, Schluck. An dieser Stelle nochmal ein großartiges Danke an die Polizeibeamten, die unsere Demonstration heute so sicher begleitet und vor linksextremistischen Störungen geschützt haben. Ein großes Danke an alle, die Demonstrationen besucht haben. Ein großes Dankeschön an alle, die diese Demonstration erst möglich gemacht haben. Wir wünschen euch einen schönen Heimweg.